Ey, Namen zusammen. Ey Leute, willkommen zurück zu Beplay Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Der wöchentliche GTA News Flash ist mal wieder am Start mit den wichtigsten News zum Thema GTA, die in den letzten 7 Tagen, also diese Woche, so passiert sind. Es ist so einiges Interessantes mit am Start. Unter anderem hat der Take-Two-Boss, der Take-Two-Chef Strauss Zelnick, darauf geantwortet, auf die Frage, ob es jetzt eine GTA Remastered Collection geben wird, also die alten GTA-Teile mit neuer Grafik, oder eben nicht. Außerdem gibt es zurzeit mal wieder einen krassen GTA Online-Hype. Wir werden rausfinden, woran das liegt. Am Mittwoch kam auch noch ein neues Update raus, so ein Mini-Update, wo einiges gepatcht wurde. Gab so einige Bugfixes. Ich werde euch so die wichtigsten Patch-Notes vorlesen, die offiziellen. Und diese kleinen Patch-Notes, die Rockstar Games so ein bisschen geheim gehalten hat, uns nicht so erzählt hat, die werde ich euch natürlich auch noch nennen. Dann habe ich vor ein paar Tagen noch einen Typen gesehen, der wirklich mit seinem Motorrad auf dem Kopf vom Loch Ness-Monster gelandet ist. Wie das geht, nachher, und natürlich noch die Eventwoche im Überblick. Wir fangen mal wieder ganz gediegen an mit dem Recap. Letzte Eventwoche natürlich Caio Perico Heist Bonus mitgenommen, 50% extra auf Caio Perico Heist. Hab in dieser Eventwoche insgesamt 12 Millionen GTA-Dollar gemacht. Davor hatte ich 66, jetzt 78, also rund 12 Millionen. Hab dafür ein paar Tage gebraucht. Insgesamt wahrscheinlich so um die 8 Stunden waren es, soweit ich weiß. Ja, könnt ihr mal gerne sagen, wie viel ihr gemacht habt mit dem Caio Perico Heist. By the way, ohne Caio Perico Heist Finale Replay Trick. Ich werde hier weiterhin auf diesem Account Legend spielen. Wir gucken eben kurz in die Rabatte von der aktuellen Valentinstag-Eventwoche rein. Fahrzeugrabatte, fangen wir wieder an. Es gibt da so einen Spruch, Happy Valentine's Day. Es gibt da auch so einen Spruch, nach einer richtig geilen Eventwoche, der letzten, kommt wieder ein richtig Schmutz-Eventwoche. Es sieht ja irgendwie wirklich so danach aus. Jedenfalls hier Lux oder Lux reduziert. Swift Deluxe reduziert, Swift und hier unten noch der Luxor. Swift ist ziemlich schnell, aber trotzdem, ich kenne keinen, der mit dem rumfliegt. Also wenn, dann würde ich mir lieber Buzzard holen oder Sparrow. Auf Warstar Cash and Carry haben wir noch genau einen normalen Fahrzeugrabatt und das ist hier ganz weit unten die Valkyrie oder der Valkyrie-Helikopter, die Valkyrie mit seinen 2 Gatling-Guns. Auf jeden Fall ziemlich praktisch, wahrscheinlich der praktischste Fahrzeug- oder Flugzeugrabatt in dieser Eventwoche, wenn ihr auch 2 Kollegen habt, die die Gatlings bedienen können. Ziemlich schneller Klassiker, aber für Klassikerinnen nicht so geil geeignet, hat er ein ziemlich mieses Handling, ziemlich beschissen. Da würde ich über den Cheetah Classic oder den Retinue Mark II nehmen. Hier unten noch die letzten beiden Fahrzeugrabatte. Thema Eventwoche, Thema Valentine's Day Eventwoche. Wir haben einmal den Albany Roosevelt Welle reduziert und den normalen Albany Roosevelt. Auf jeden Fall was Schönes für die Sammlung oder für Filmemacher zum Beispiel. Eie, Maze Bank Foreclosures. Wir haben noch Immobilienrabatte in dieser Valentinstag Eventwoche. Da müssen wir kurz mal auf die Nachtclubs gehen, weil Rockstar Games haut hier wirklich 40% raus auf die Nachtclubs. Falls ihr noch keinen haben solltet, neben dem Bunker auf jeden Fall die zweitbeste passive Geldmöglichkeit. So, und dann gibt es noch auf die ganzen Renovierungen auch nochmal 30% Rabatt, wenn ihr noch ein bisschen was umbasteln wollt. Auch passend zur aktuellen Valentinstag-Eventwoche gibt es nochmal 30% Rabatt auf alle Valentinstag-Klamotten. Werde ich euch jetzt nicht nochmal zeigen, müsst ihr mal in den Klamottenladen reinwatscheln. Was ich euch nochmal kurz hier zeige, dass alle Getränke gratis sind wegen der Eventwoche. Wenn ihr schon immer mal hier so einen teuren Champagner kaufen wolltet, bitteschön, rubbel die Flasche, rubbel die Flasche. Ah jo, und für euch noch die letzte Chance, die Rabattaktion von meinem Partner Loot4Games mitzunehmen. Die machen, wie gesagt, noch bis zum 17. Februar noch ein paar Tage eine geile Rabattaktion. Da bekommt ihr bei jedem Money Boost bis zu 100 Millionen GTA-Dollar extra gratis obendrauf. Wenn ihr Bock habt, unten auschecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Loot4Games, günstiges Gamegeld und mehr. Und zum Schluss von den ganzen Eventwochen-Rabatten noch die Prime Gaming-Rabatte. Die ihr bekommt, wenn ihr euren Rockstar Games Social Club Account mit eurem Amazon Prime Account verknüpft. Für alle Prime Gaming-Leute, die bekommen hier in dieser Eventwoche, wie in den letzten Wochen auch. Deswegen werde ich es euch nur einblenden. 70% einmal auf den Tyrus. Geiler, optisch zumindest geiler Supersportwagen. Und nochmal 35% Rabatt auf den Annihilator Stealth Helikopter. So ein bisschen die schlechtere Version vom Akula. Ich würde mir nicht unbedingt kaufen. Dann nochmal die Sonarstation, wie immer, für die Kosatka. Gratis für Prime Gaming Leute und nochmal 200.000 GTA Dollar extra nur fürs Zocken. Die bekommt er innerhalb von 72 Stunden. Einfach nur, wenn er an GTA Online geht, in dieser Eventwoche. Von der Eventwoche zu einem Thema, was mir schon in den letzten Wochen ziemlich aufgefallen ist, weil zurzeit GTA Online mal wieder so einen richtig krassen Hype erlebt. Also GTA Online Hype ist mal wieder real. Und wir gucken uns mal kurz an, woran das liegt. Also bei meinem MMO habe ich zum Beispiel auch einen Artikel gelesen. GTA Online landet kurz auf Platz 1 bei Twitch. Was macht es jetzt so beliebt? Laut dem Artikel hier haben nämlich vor ein paar Tagen mehr als 400.000 Twitch-Zuschauer gleichzeitig GTA 5 Streams angeschaut. Ich habe mich ja in den letzten Wochen auch gewundert. Was ist mit GTA 5 los? Warum ist das so krass am Performen in den Verkaufscharts? Und jetzt auf Twitch die über 400.000 Zuschauer. Was ist denn da los, Alter? Wir haben doch kein neues Update am Start. Wir haben Februar. Was geht da vor? Ja, der aktuelle
aktuelle GTA Online-Hype hängt nicht damit zusammen, dass es irgendwelche neuen Updates, irgendwelche geilen neuen Autos gab oder sonst was, sondern es hängt einfach nur mit Roleplay zusammen. Roleplay pusht GTA 5 mal wieder nach oben. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Roleplay ist, es gibt bestimmte Roleplay-Server, da kannst du dich bewerben. Du willst zum Beispiel, nehmen wir an, du willst ein Cop sein, also ein Polizist, musst dich dann an bestimmte Regeln halten. Ein Polizist darf jetzt nicht zum Beispiel random irgendwelche Leute killen. Da wirst du vielleicht für vom Server gekickt oder du kannst dich als Gangster bewerben, musst dann eben in eine bestimmte Gangsterrolle schlüpfen oder als Arzt, sowas in der Richtung, ja. Schlüpfst in Rollen, musst dich an bestimmte Regeln dieser Rollen halten. Das ist GTA 5 Roleplay mal ganz kurz zusammengefasst. Ja, und Roleplay hat eben dafür gesorgt, dass am 5. Februar 2021 über 413.000 Leute GTA 5 Streams angeschaut haben und sogar League of Legends von Platz 1 gekickt haben. Vielleicht habt ihr jetzt auch Bock bekommen auf GTA 5 RP-Streams. Ich kann euch ein paar gute GTA 5 RP-Streamer nennen, zum Beispiel XQC, dann Soda Poppin, Pokelols, Forsen oder Lyric. Wir sind wieder zurück in der aktuellen Eventwoche und hier beim Glücksrad-Auto angekommen, was da hinter mir auf dem Podium dreht, können wir gratis am Glücksrad bekommen, Dominator GTX. Der Dominator GTX ist ein ganz nettes Auto zum Tunen, also ihr könnt da ein bisschen was machen im LS Customs. Und es fällt mir sogar auch noch ein praktischer Nutzen ein, nämlich es gibt da so ein Stuntrennen, ein Muscle Car, festgelegtes Stuntrennen, das heißt Duell. Dafür ist er auf jeden Fall das perfekte Auto, von der Geschwindigkeit und dem Handling her. An sich ist der GTX nicht wirklich schnell, aber für Duell ist er auf jeden Fall nice. Ich versuche mal zu gewinnen, weil ich hatte ihn vor schon einer ganzen Weile verkauft gehabt. Let's go! Ich glaube, da muss ich noch ein paar Mal mehr probieren. Von der Eventwoche kommen wir zu Verkaufscharts, die 40 meistverkauften Games aus dem Vereinigten Königreich, die UK Top 40. GTA 5 ist ein bisschen abgestürzt von Platz 4 in der letzten Woche auf Platz 6 aktuell. Aber immer noch in den Top 10. Wie gesagt, immer noch krass am Performen. Und ich habe diesmal noch ein paar andere Verkaufscharts für euch, nämlich die Software-Verkaufscharts aus Deutschland. Und wen wundert es, auch hier ist bei PS4 GTA 5 Premium Edition auf Platz 1 und bei Xbox One auch GTA 5 Premium Edition auf Platz 1. Aber da kommt noch was oben drauf. GTA 5 hat nämlich in der letzten Zeit einen richtig fetten Meilenstein erreicht. Laut Publisher Take-Two wurde GTA 5 nämlich seit Release bis jetzt mehr als 140 Millionen Mal verkauft. Das ist insane, Digi. Ich meine, du musst dir mal reinziehen, 140 Millionen Einheiten. Klar, man muss noch dran denken, dass viele wahrscheinlich GTA 5 mehrmals besitzen, aber trotzdem, 140 Millionen, das ist eine krasse Zahl. Und da guckt man gleich mal an die meistverkauften Spiele aller Zeiten rein. Minecraft ist mit 200 Millionen verkauften Einheiten immer noch auf Platz 1, aber GTA 5 auf Platz 2 mit 140 Millionen kommt Minecraft schon gefährlich nah und wahrscheinlich könnte das Take-Two mit der GTA 5 Remastered Edition für die neuen Konsolen PS5, Xbox One und PC auch erreichen. Was meint ihr? Könnte GTA 5 irgendwann mal Minecraft toppen? Über 200 Millionen? Wieder zurück in der Eventwoche und ich bin auch mal wieder kurz an meinen Kleiderschrank rangegangen, weil es auch in dieser Woche wieder ein T-Shirt zum Freischalten gibt, wenn ihr den Caio Perico heißt, komplett durchzieht. Mit Finale, allem drum und dran, bekommt ihr dieses Buckingham Deluxe oder Luxus-T-Shirt, wie es Rockstar Games genannt hat. Ich habe es noch nicht, weil ich in dieser Eventwoche wirklich keinen Bock hatte, nochmal heiß zu machen. Ich hatte ja in der letzten Eventwoche schon, Alter, ja, mehr als genug heiß gemacht. Deswegen, ich zeige es euch einfach mal kurz, ich blende es mal kurz ein. Und ihr müsst dann hier bei Oberteile reingehen, dann sollte das irgendwo bei den Spezialtops hierbei freigeschaltetes auftauchen. Von der Eventwoche kommen wir zu einem wirklich geilen Funny Moment, zu einem wirklich genialen Trick, wie ihr auf dem Loch Ness Monster landen könnt. Ihr habt bestimmt schon mal alle vom Loch Ness Monster gehört, das treibt da so außerhalb von Caio Perico im Meer rum. Und es gibt eine Möglichkeit, wie ihr mit einem Bike auf dem Kopf vom Loch Ness Monster landen könnt. Ich habe es letztens auf Reddit gesehen, fand ich mega lustig, deswegen dachte ich auf jeden Fall Teil vom Video. Ein Typi hat hier seine Barty genommen, wie auch immer der die nach Caio Perico bekommen hat. Wahrscheinlich PC, irgendein Mod-Glitch, was auch immer. Ist dann auf der Landebahn vom Caio Perico Flugplatz lang geheizt, hat den einen Stein als Sprungschanze genommen und ist dann wirklich mit der Barty auf dem Kopf vom Loch Ness Monster gelandet. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Konsolen geht, auf PC geht's scheinbar. Am Mittwoch ist auch noch was Geiles passiert, habe ich zumindest zuerst gedacht, weil mich hatten einige Leute am Mittwoch angeschrieben, ey Digi, guck mal, Rockstar Games hat ein neues Update auf die GTA Online Server hochgeladen. Ich gleich geschaut, aber es war wirklich nur so ein Mini-Update, aber trotzdem, es gab einige interessante Änderungen. Es gab einige Änderungen, die Rockstar Games offiziell genannt hat und einige Änderungen, die Rockstar Games so ein bisschen geheim gehalten hat. Wir werden jetzt mal auf alle Änderungen oder sagen wir mal die wichtigsten Änderungen eingehen. Also was hat sich jetzt mit dem Mittwoch-Update in GTA Online alles geändert? Rockstar Games schreibt hier erstmal, dass der Pariah endlich mal gefixt wurde. Ich meine, ihr habt ja bestimmt schon mal bei uns gesehen, dass der Pariah einfach keinen Spoiler mehr hatte mit dem Caio Perico Heist Update. Du hast einen Spoiler drauf getan oder wolltest es zumindest und dann war der da nicht drauf, der war unsichtbar oder so. Ja?
was passiert ist. Du bist mit dem Pariah rumgefahren und dann in der Open Lobby ist auf einmal der Spoiler durch die Gegend geglitscht oder so durch die Luft geglitscht. Du hast es so in wie Art Lichtblitzen gesehen. Dann wurden doch einige Probleme mit falschen Tastenanzeigen gepatcht, die irgendwie beim Caio Perico heißt, aufgetaucht sind. Und wie Rockstar Games schreibt, als letzten Punkt, verschiedene Stabilitätsprobleme wurden behoben. So, mehr nicht. Aber es gibt natürlich auch einige GTA-Fans, die noch mehr rausgefunden haben. Und jetzt geht's zu den geheimen Änderungen, die Rockstar Games uns nicht genannt hat. Da wurde zum Beispiel noch der Caio Perico Free Roam Glitch gepatcht. Also was? Auf der Party, Caio Perico, bist dann so an den Wachen vorbei. Die haben dich zwar gesehen, aber irgendwie nichts gemacht. Links vorbei, aus dem Tor raus und konntest praktisch die ganze Insel komplett frei erkunden, ohne dass die Wachen irgendwas gemacht haben. Das wurde jetzt gepatcht. Wenn du das machst, landest du wieder in Los Santos. Noch eine kleine Änderung hatte Rockstar Games bei den DJ-Pilotenbrillen gemacht. Die waren vorher so ein bisschen getönt und jetzt sind die durchsichtig. Okay, als ob es keine anderen Probleme gibt in GTA Online. Noch eine kleine Änderung gab es bei den Hacking-Minispielen, wie zum Beispiel dem Fingerabdruck-Hacking-Spiel. Da habt ihr am Anfang, wenn ihr reingeht, so ein kurzes Intro-Video gesehen und so ein kurzes End-Video, wenn ihr es geschafft habt, wo diese kleinen Fenster über den Bildschirm geflogen sind. Und diese Mini-Videos hat Rockstar Games jetzt kleiner bzw. einer schlechteren Qualität gemacht. Die haben die runterskaliert von 1080p jetzt auf 720p, also HD-ready. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass man im Heist eine bessere Performance hat, dass es nicht mehr so ruckelt, weil es an einigen Stellen doch schon ziemlich stark geruckelt hatte. Und hat sich Rockstar Games sicherlich gedacht, okay, wir werden jetzt alles ein bisschen runterschrauben, was geht, so diese unwichtigen Sachen, dass es einfach flüssiger läuft. Dazu hat auch noch ein User auf gtaforums.com geschrieben, dass die Performance jetzt scheinbar wirklich besser ist, zumindest auf PC. Auf Konsolen dürfte sich jetzt nicht so viel verändert haben. Er hat hier geschrieben, dass er insgesamt so 20 bis 30 Frames mehr hat auf der Insel an sich und auf dem Anwesen hat er so um die 70 bis 90 Frames. Außerdem ist ihm aufgefallen, dass Rockstar Games scheinbar die Gras-Render-Distance verändert hat. Dass jetzt Grashalme, Büsche und sowas, also alles was mit Vegetation zu tun hat, ein bisschen später auftaucht als vorher. Einfach aus dem Grund, dass man jetzt eine bessere Performance hat, dass alles ein bisschen flüssiger läuft im Heist. Das waren auf jeden Fall alle wichtigen Änderungen, die Rockstar Games am Mittwoch mit dem kleinen Update ins Spiel gebracht hat. Und jetzt kommen wir zu den Geldmöglichkeiten von der aktuellen Eventwoche. Und ja, die aktuelle Eventwoche, die Valentinstag-Eventwoche ist für eine Valentinstag-Eventwoche, finde ich echt nicht geil. Also es gab ja mal Diamanten zum Beispiel beim Casino-Raub. Aber hier, Alter, naja. Wir fangen wieder mit den schlechtesten Geldmöglichkeiten an. Und die schlechteste ist, finde ich, doppelt Casino-Chips, also doppelt Jetons und RP auf DJ-Mission. Habe ich mir so gedacht, what? Weil erstmal DJ-Mission bekommt ihr nur, wenn ihr da oben das Penthouse habt, dann werdet ihr angerufen von English Dave. Und das ist halt auch komplett zufällig, komplett wahllos, durcheinander. Ab und zu mal angerufen und dann so eine DJ-Mission machen, doppelt Chips und RP drauf. Sehr geil. Aktuelles Zeitrennen ist hier Elektrizitätswerk und das aktuelle RC-Bandito-Rennen findet ihr hier unten. Da, ein bisschen versteckt, Vespucci Beach. Premium-Rennen ist diesmal ein Motorradrennen. Von den Sternen in die Gosse startet oben beim Vinewood-Schriftzug und führt nach Blaine County. Ich würde die Shotaro nehmen dafür. Passend zum Thema Valentinstag haben wir noch eine Geldmöglichkeit, wo es dreifach Geld und dreifach RP gibt. Bei den Gegnermodi findet ihr unten, bis der Tod uns scheidet, 1 bis 7. Ich meine, ist ganz nett, ihr müsst halt so Bonnie und Clyde mäßig immer zusammenbleiben, weil ihr dann Gesundheit spendiert bekommt. Jeder gibt dem anderen ein bisschen Gesundheit, dauert halt länger, bis ihr dann gekillt werdet von den anderen. Ja, und das Team, was am Ende gewinnt, bekommt dann innerhalb von 10 Minuten 44.000 GTA-Dollar. Ist ganz nett wegen Valentinstag und so, aber naja, gibt Besseres. Nämlich hier das Oldschool-Deathmatch vor die Schrotflinte gelaufen. Das ist auch leider schon die beste Geldmöglichkeit von dieser Eventwoche. Ja, wie gesagt, Oldschool-Deathmatch ist es extrem weird, extrem komisch, in 2021 Deathmatches zu zocken. Aber ja, man hat wieder so ein bisschen Nostalgie-Oldschool-Feeling. Ist mal wieder interessant auch, ja, also für alle, die Bock haben. Dreifach Geld und dreifach RP gibt es hier drauf. Innerhalb von 6 Minuten bekommt ihr hier 32.000 GTA-Dollar als 6-Mann-Gewinnerteam, was ganz nett ist. Ich erkenne hier übrigens auch einen kleinen Trend bei Rockstar Games, nämlich, dass sie bei den Eventwochen statt Doppeltgeld jetzt vermehrt Dreifachgeld und Dreifach-RP raushauen. Wahrscheinlich, weil es beim Caio Perico heißt, einfach so viel Geld zum Abstauben gibt, haben sie sich gesagt, okay, wir müssen mal bei den Eventwochen noch ein bisschen nach oben gehen. Und last but not least, kommen wir zu einer super spannenden Info zur GTA Remastered Collection. Wir haben nämlich das erste offizielle Statement von Take-Two, was die GTA Remastered Collection angeht. Ihr habt es schon mitbekommen, in der letzten Zeit gab es einen Haufen Gerüchte, dass jetzt wahrscheinlich schon bald in den nächsten Monaten, irgendwann April, eine GTA Remastered Collection kommen könnte. Mit den alten Teilen, also GTA 3, Vice City und San Andreas, überarbeitet mit besserer Grafik, besserer Framerate, also 60 Frames zum Beispiel, 4K-Auflösung
deutlich bessere Texturen und so weiter. Also die alten Teile mit besserer Grafik angepasst an die Power der neuen Konsolen. Und genau auf diese Frage, ob jetzt nur eine GTA Remastered Collection kommt oder nicht, hat ein ganz wichtiger Typ geantwortet, nämlich der Boss von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick. Der hat dazu ein Statement rausgehauen. Das Statement zu GTA Remastered hat Strauss Zelnick in einem aktuellen Geschäftsbericht von Take-Two rausgehauen. In dem Geschäftsbericht geht es darum, da quatschen Leute von Take-Two über das aktuelle Geschäftsquartal, was Take-Two so für Umsätze gemacht hat, für Gewinne, wie es mit der Zukunft aussieht, welche Games so kommen werden und so weiter. Also eine Geschäftszahlenkonferenz für Aktionäre und Investoren von Take-Two. Nur nochmal kurz zur Info, Take-Two ist der Mutterkonzern von Rockstar Games. Rockstar gehört zu Take-Two. Es ging alles damit los, indem ein Typ in dieser Geschäftszahlenkonferenz von Take-Two eine ganz bestimmte Frage gestellt hat. Der Typ heißt hier Eric Handler, ist Analyst bei MKM Partners. Also, dieser Typ namens Eric Handler ist in dieser Geschäftskonferenz von Take-Two erstmal darauf eingegangen, dass jetzt eben über 140 Millionen Einheiten GTA 5 verkauft worden. Krasse Sache, dies, das. Und meinte dann so, dass es doch wahrscheinlich einen Haufen Leute gibt, die die ganzen alten GTA-Teile überhaupt nicht gezockt haben. Also wie zum Beispiel GTA 4 oder die ganzen Teile vor GTA 4, Teil 3, Vice City, San Andreas. Nennt ihr alles in einem Satz. Was ist denn damit mit den alten Teilen? Könnte man doch was draus machen. Darunter sagt er dann Folgendes. Und ich frage mich einfach nur, was hältst denn du davon? Offensichtlich gibt es ja da einen ziemlich großen Appetit für GTA-Content. Also er spricht hier den Take-Two-Boss Strauss Zelnick an. Und jetzt die entscheidende Frage. Was ist denn genau deine Ansicht, wenn es darum geht, alte GTA-Teile wieder neu aufzulegen? Und jetzt die Antwort darauf vom Boss höchstpersönlich, Strauss Zelnick von Take-Two Interactive. Im ersten Satz sagt er, es ist eine tolle und ermutigende Frage. Zweiter Satz, ich bin eher dazu geneigt, diese Frage als Statement stehen zu lassen, also als Aussage stehen zu lassen, statt als Frage. Komisch. Letzter Satz und alle möglichen Ankündigungen bezüglich unseres Veröffentlichungsplans, also für Spiele, alle diese Ankündigungen werden von Rockstar Games kommen. Okay, und wie kann man jetzt die Antwort von Strauss Zelnick interpretieren? Er hat jetzt nicht direkt gesagt, dass es eine GTA Remastered Collection überhaupt nicht geben wird, er hat es nicht verneint. Aber er hat es auch nicht bestätigt, er hat so ein bisschen zwischen den Zeilen gesprochen. Er meinte so ein bisschen zögerlich, naja, ich lasse es mal jetzt lieber als Aussage, als Statement stehen, statt als Frage. Er wollte auf die Frage nicht so wirklich eingehen, sondern lässt es jetzt erstmal so im Raum stehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde seine Aussage so übersetzen, hey, ich kann zurzeit darüber nicht viel sagen, ihr werdet bald von Rockstar Games dazu was erfahren. Also, in den nächsten Wochen GTA Remastered Collection. Erster Trailer, erste Informationen eventuell. Ihr könnt gerne dazu eure Meinung in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Ja, und damit war es das auch schon wieder mit dem wöchentlichen GTA 5 Newsflash. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin Ross. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.